Herzlich willkommen zum dritten Vortrag dieser Session. Ich begrüße Markus Stein und Shakti Galaut und ich wünsche euch viel Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns auch, dass wir das Masterportal aus Solingen heute auf der Foskis auch mal aus der Praxissicht vorstellen dürfen. Wir sind seit 2020 Mitglied der IP, also auch schon mal länger dabei und möchten mal einen kleinen Einblick geben in unser Masterportal als Bestandteil der Open Smart City in Solingen. Genau, was wollen wir heute erzählen? Einmal ein bisschen über das Projekt Open Smart City Solingen, dann insbesondere den Open Smart City Hub, den Teilbereich, wo wir mit unseren Geodaten auch entsprechend vertreten sind. Und mein Kollege Shakti Galaut wird dann ein bisschen in den richtigen Praxisteil übergehen, nämlich die Sensordaten, die wir im Rahmen des Projektes ermitteln, wie die im Frost-Server gespeichert sind. Das ist eine SensorSync-API und wie die dann vom Frost-Server ins Masterportal kommen und ein bisschen damit verbunden unsere Versionsverwaltung, wie wir unser Deployment vom Masterportal gestalten mit einer CI/CD-Pipeline in dem GitLab, was wir aus dem Projekt zur Verfügung haben und einen kurzen Ausblick, wie es bei uns noch weitergeht. Wo kommen wir her? Aus der Klingenstadt Solingen. Zur Einordnung, ca. 163.000 Einwohner haben wir, 90 Quadratkilometer, 2.500 Beschäftigte. Wir sind seit 2019 in der Förderstaffel des Modellprojekts Smart City des Bundes. Das war die erste Staffel und wir sind mit unserer Digitalisierungsstrategie direkt in die Umsetzungsphase gestartet, weil wir die Strategie schon vor dem eigentlichen Projektstart fertig hatten und konnten deswegen auch sehr viel im Bereich Infrastruktur und Ideen, was wir hatten, umsetzen. Ein Teil der Digitalisierungsstrategie, die wir haben, ist halt auch die Umstellung von proprietärer Software, wenn möglich, auf Open Source Software. Insofern kam uns da das Masterportal dann sehr gelegen, weil wir im Bereich GDI, die wir seit 2005 betreiben, auch in den Bereich Open Source umsteigen wollten. Ja, was ist so ein bisschen die Basis? Das haben wir uns auch vom Masterportal und von Hamburg ein bisschen abgeguckt, dieses System der Systeme. Also es gibt nicht die Open Smart City oder Urban Data Plattform, sondern es ist immer eine Vernetzung, Integration von verschiedensten Systemen, zum Beispiel Masterportal, Frost Server, in unserem Fall der Parse Server, und daraus entsteht entsprechend die Architektur, die auch von anderen Kommunen genutzt werden kann und übertragbar ist, weil halt das Thema Lizenzen entsprechend nicht zu berücksichtigen ist. Wenn wir mit Fördergeldern irgendwas Proprietäres einkaufen, dann hat der Nächste das Problem, wenn er das Geld investieren würde in die Lizenzen, könnte er es nutzen, und das wollten wir halt verhindern. Datensouveränität ist ein ganz wichtiges Thema, das heißt, wir wollen jeweils unsere Daten auch in unserer Hoheit haben und jederzeit darüber verfügen können. In dem Projekt haben wir erstmals auch agile Vorgehensweisen im Projektmanagement eingeführt. Den interkommunalen Austausch über diese Modellprojekte wird sehr rege genutzt und auch da haben wir das Vorbild der Masterportal-IP genommen. Gehe ich gleich nochmal kurz drauf ein. Ja, unser Open Smart City Ökosystem besteht aus verschiedensten Komponenten, unter anderem im Open Smart City Hub, den ich gleich näher erläutere, und weitere Komponenten, insbesondere die Open Smart City App, wo wir auch so eine Art Entwicklungspartnerschaft gegründet haben, aber auch Open Smart City Screens und Web, also so digitale Stelen, Anzeigen und halt unsere Homepage. Ja, das ist der Open Smart City Hub in der Konfiguration, wie wir ihn jetzt in 4 Jahren aufgebaut haben. Vom Prinzip her haben wir den Kern des Ganzen in diesem Serverschrank dargestellt, mit den verschiedenen Säulen aus der Stadtverwaltung, in anderen Bereichen auch gerne Silos genannt. Einmal den Bereich Geodaten, Geodateninfrastruktur als Basis, dann einen neu aufgebauten Bereich Sensordaten, also wir beschäftigen uns auch viel mit dem Bereich Sensorik. Die Verwaltungsdaten, die aus einem mittlerweile Headless-CMS dazukommen, und der Bereich Serviceportal für die OZG-Dienstleistung. Und was man halt noch drumherum braucht, Suchdienste, Index, Elasticsearch ist gerade eben schon gefallen, Statistiktools oder auch ein Asset-Management, was wir da entsprechend aufbauen wollen. Wir integrieren aber nicht nur städtische Daten, sondern auch Daten der Stadtgesellschaft. Da hat sich zum Beispiel während der Corona-Zeit ein Portal gegründet, das nennt sich Solingen Liefert, was über eine API eingebunden werden kann. Und die Daten integrieren wir halt auch in unsere Datenplattform, um sie über die Ausgabekanäle entsprechend zur Verfügung zu stellen. Unter den Ausgabekanälen verstehen wir alles, was auf der rechten Seite ist. Insbesondere der obere Bereich ist das, was wir als Open Smart City Ökosystem bezeichnen, nämlich unsere
Open Smart City Screens. Das sind digitale Stelen, die auch mit einer Touch-Oberfläche versehen sind. Das heißt also, wo man auch interaktiv Ausgaben oder Informationen sich selber zusammenstellen kann. Die Open Smart City App, die wir in einer Entwicklungspartnerschaft entwickeln, wo auch mittlerweile 15 Entwicklungspartner aktiv sind, nochmal so viele im Beitrittsprozess und auch viele Interessenten da sind. Da sind mittlerweile von den 15 Partnern auch schon 8 Apps veröffentlicht. Und unsere Homepage oder Homepages der Stadt, was wir als Open Smart City Web bezeichnen, die mittlerweile auf ein Headless CMS umgestellt sind, weil wir halt das ganze Thema Ausgestaltung und Daten konsequent voneinander getrennt haben. Und die Open Smart City Screens sind halt nicht nur die Stelen, sondern auch Displays in öffentlichen Stellen, Bushaltestellen, öffentliche Gebäude, die halt bedient werden können. Thema Open Data, Service Center und Smart Home Automatisierung sind dann auch noch weitere Themen, die wir da in dem Feld bearbeiten. Hier nochmal ein kurzer Überblick so von den Softwarekomponenten, die da in den Bereichen eingesetzt werden. Oben, wo BSI drüber steht, sind auch Komponenten, die im Rahmen eines Projektes mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik auch entsprechend auf ihre Sicherheit getestet sind, dass wir da also auch nachhaltige Komponenten dann einsetzen. Genau, was bei uns halt ein großes Thema ist, auch das Thema Krisenarbeit. 2021 waren wir stark betroffen auch von dem Jahrhunderthochwasser, was in Solingen entsprechend war, oder auch eine Explosion im Chempark in Leverkusen, wo die Giftwolke halt auch quer über Solingen hinweggezogen ist. Und ein Ziel, was wir halt verfolgen, ist auch über die über den Open Smart City Hub und über die damit verbundenen Ausgabekanäle über einen zentralen Punkt diese Informationen auch in die Stadtgesellschaft weitergeben zu können. Das heißt, wir werden die Möglichkeit schaffen, aus dem Open Smart City Hub im Krisenfall alle Ausgabekanäle in den entsprechenden Krisenmodus setzen zu können, dass die Displays dann beispielsweise so ein Laufband kriegen, dass man sich aktuell informieren soll auf der Homepage oder mit anderen Kanälen. Gut, dann gebe ich jetzt mal an meinen Kollegen Shakti Gallaut weiter, der jetzt ein bisschen technischer auf das Thema Sensorik und Einbindung ins Masterportal eingeht. Ja, danke Markus. Kleiner Überblick, wie das Architektur zur Integration von Sensordaten ist. Hier steht ein Begriff RUDIS, das ist der Regional Umweltdaten Informationssystem. Das ist von der technischen Betrieb der Solingen entwickelt ist. Und RUDIS sammelt die Daten von der und verarbeitet die Daten von zum Beispiel von LoRaWAN-Sensoren oder RUDI-Sensor, und die Daten fließen zum Frost-Server. Und im Frost-Server ist auch ein Open-Source-Server von Fraunhofer, der unterstützt HTTP und MQTT-Protokoll. Und am Ende, wir nutzen die Daten und veröffentlichen die in der App oder am Masterportal. Genau. Noch, was sind die Vorteile von Frost Server? Der unterstützt REST API und gibt das Antwort als JSON. Und das OGC SensorThings API ist basiert auf Observation und Measurement Datenmodellen. Und das ist sehr flexibel, darf man das komplexe und flexibel abfragen könnte. Das ist skalierbar, das bedeutet tausende Sensoren, dann Millionen Messungen. Und es ist auch nachvollziehbar. Genau, so dass die Datenmodelle aussieht von der Frost-Server. Wie vergleichen wir diese Datenmodell? Zum Beispiel, wir haben einen Wettersensor und dann der Sensor, der misst von der Fahrbahn. Die gehören diese Object in der Datenmodell heißt Sensor, diesen bei der Orange-Pfeile gezeigt werden hier.
Und dann, wir haben ein Ding hier, das, das gehört zu diesem Object. Und am Ende natürlich die Messwerte, die unterkommen als Observations und die fließen in der Data Streams. Wie gehen wir von dem Datenmodell in den Frost Server? Das ist der Datenmodell und das ist der Zugriff von auf der HTML-Abfrage. Man sieht auch hier den Version 1.1 und wenn man vergleicht, dann sieht man, okay, das ist der Data Stream. Hier, wir haben die Objekte in der JSON-Format, die sind ähnlich wie wir haben auch in der Datenmodell. Die sind vergleichbar in beiden, so beiden Seiten, genau. Eine kurze Beispiel, so Abfragebeispiel. So hier ist der URL und Anfang der Route ein Datastream, so wie hier. Ja, kann man flexibel abfragen, die Abfragen erweitern, das geht sehr gut, flexibel und dann zum Beispiel hier ist der Route, dann sage ich, okay, das ist mein URL. Und dann setze ich einen Filter dazu. Und am Ende, ich kann das nochmal expandieren mit expand. Die Observations bitte in der absteigenden Reihenfolge und nur ein Messwert quasi. Und dann gibt mir bitte mir auch der Ding, wo der Location ist von diesem Ding. Wenn wir das vergleichen mit der HTTP-Abfrage, im Browser, dann sagen wir, okay, das ist mein URL, dann bitte gib mir die Lufttemperatur, der Ends mit Lufttemperatur. Und man sieht hier, das ist der Ganze und ich filtere nur die Lufttemperatur und bitte gib mir auch die Phenomenon Time, die keine Null stehen. Dann, man sieht auch hier, Phenomenon Time ist nicht gleich Null. Und am Ende die Observations, der Result Time, der aktuelle Wert. Man scrollt unter natürlich, das ist nicht das Ende von dieser Frage. Und den URL, dann die Things, die sind online, nochmal gefiltert. Und den Location von dieses Ding. Und jetzt, wir wollen vom Frost-Server ins Masterportal. Ja, das ist die gleiche Abfrage nochmal. Und hier steht das JSON-Services-Abfrage, wie man das entwickelt. Den URL mit der Version. Dann den Route. Man sieht hier Data Streams. Das ist der Route. Das ist der Anfang von Filter. Dann bitte expand. Mein Observations und das Gleiche, aber nur ein Wert. Jetzt kommt die Frage, okay, ich habe jetzt von dieser Abfrage nur einen Wert. Wie ich darstelle die, alle Messwerte von letzten 24 Stunden. Dort ist sehr nützlich diese GFI-Attribut, das hier. Ich schreibe, okay, unter GFI-Attribut, gib bitte die darstellen die alle Werte von letzten 24 Stunden als Linechart und die Observations alle und den Format. Und am Ende, das so aussieht, eine Linie von alle Messwerte von letzten 24 Stunden. Wie verwalten wir die Masterportal-Konfiguration? Das machen wir mit der CICD-Workflow. Die werden lokal entwickelt, zu internen Abstimmungen im Intranet bereitgestellt und abschließend im Internet deployed. Die sind die drei Schritte, 1, 2 und 3. Was ist der Vorteil von der CI/CD Workflow?
dass wir können die verschiedene Versionen vom Masterportal verwalten können und wir können die Masterportal-Links zum Testen oder zur Abnahme an die Kollegen schicken können über die Intranet. Und dann, wir können auch die Fehlersuche, das vereinfachte Fehlersuche und Korrektur die Fehler, genau. Wie geht das weiter? Macht der Markus Schein nochmal. Ja, danke. Genau, kurzen Ausblick, wie geht's weiter? Wir sind gerade dabei, aktuell eine Heuristik für den Frost-Server einzuführen. Das heißt also, die eingehenden Daten werden nochmal validiert zur Verbesserung der Beobachtung. Weil wir haben halt festgestellt, dass wir mittlerweile sehr viele Wettersensoren zum Beispiel im Einsatz haben und die manchmal Ausfälle haben, weil die Sensoren verdreckt sind und dann irgendwelche utopischen Messwerte von 4000 Kilometer in der Stunde Windgeschwindigkeit rausgeben, was dann ein bisschen unrealistisch ist, hoffentlich. Und um das halt rauszukriegen, ist ein Heuristik-Server eingeführt worden. Das heißt also, jede Beobachtung, bevor sie endgültig in den Frost-Server geht, geht über einen Heuristik-Server, wird mit den Nachbarstationen abgeglichen und dann wird der korrigierte Wert in dem Results-Wert von dem Frost-Server überschrieben. Die Originalwerte speichern wir dann noch unter, ich glaube, Parameter oder Properties im Frost-Server in einem Feld ab. Das heißt also, für spätere Auswertung, wenn wir doch nochmal Originalwerte haben wollen, können wir darauf zugreifen. Wir versuchen diese Zonen, Solingen ist halt von der Topografie her im Bergischen Land, das heißt also, wir sind in verschiedene Täler eingeteilt, das heißt, wir können nicht alle Messwerte von den Sensoren direkt miteinander vergleichen, deswegen werden wir versuchen, Zonen zu bilden, wo halt Sensoren zusammengefasst werden, die quasi in einem Bereich, in einem Tal sich befinden zum Beispiel, um die Messwerte dann untereinander abzugleichen. Genau, die SensorSyncs-API werden wir in weitere Kanäle implementieren, also in der App sind sie auf jeden Fall schon drin, in den digitalen Screens auch. Dashboards ist ein Thema, was wir da noch anpacken und entwickeln werden. Auch da werden wir gucken, im Masterportal gibt es ja durchaus weitere Erweiterungen, um auch statistische Datenauswertungen rauszugeben. Ich weiß jetzt nicht, COSI ist das Richtige? Wäre wahrscheinlich das genau so ein Add-on, was auch aus Hamburg entwickelt wurde, was man dafür nehmen könnte. Genau, Umzug der Open Smart City, des kompletten Open Smart City Ökosystems in eine Kubernetes-Umgebung, das ist jetzt noch so ein Projekt, was aussteht. Im Moment wird das halt noch auf normaler VMware-Infrastruktur alles aufgebaut. Da wollen wir halt auch gucken, dass wir in eine Container-Umgebung kommen. Und wir arbeiten halt auch weiter an der Ablösung der GDI-Komponenten durch Open-Source-Alternativen, wo wir das entsprechend einbinden können. Genau, das Ganze war ein Förderprojekt. Wir sind 2019 in die Förderung gestartet. Im September läuft das Förderprojekt aus. Und insofern waren wir froh, dass wir da ganz viele Infrastrukturmaßnahmen auch umsetzen konnten. Wir haben viel gelernt und wir haben halt die Hoffnung, das Förderprojekt ist in verschiedene Staffeln eingeteilt. Wir werden auch weiterhin Mitglied dieser Community bleiben und hoffen halt jetzt, dass wir gerade auch durch diesen Gedanken der Entwicklungspartnerschaft in der App zum Beispiel quasi Grundlage gelegt haben für die Weiterentwicklung der anderen, dass Module entwickelt werden können, Add-ons, die wir dann später nutzen können, wenn wir halt das Fördergeld nicht mehr haben. Genau, vielen Dank. Wir sind fertig. Ja, danke. Ich persönlich bin ja immer etwas erschlagen von Datenmodell der SensorSyncs API, aber vielleicht geht es ja nur mehr. Nicht nur mir so. Jetzt habe ich natürlich das Tablet vergessen. Vielleicht gibt es aber auch Fragen aus dem Plenum. Nein, aber es gibt welche online. Was hat Sie dazu motiviert, Smart City zu werden? Ich glaube, ihr sprecht auch von Open Smart City in Solingen, wie ich gelesen habe. Und war das Masterportal von Anfang an als Tool zur Visualisierung eingeplant oder gab es auch andere Optionen? Ja, also das hat sich bei uns überschnitten, wirklich zu einem guten Zeitpunkt gefügt. Also wir hatten die Digitalstrategie bereits verabschiedet und dann ist dieses Förderprojekt aufgelegt worden. Da haben wir uns dann auch beworben. Und in der ersten Förderstaffel waren wir, glaube ich, eine der wenigen, wenn nicht sogar die einzige Kommune, die bereits eine Digitalstrategie komplett hatte und mit der zweiten Phase dieses Förderprojektes, mit der Umsetzungsphase begonnen haben.
Und da wir unser altes Geoportal auch technisch ablösen mussten, hatten wir uns halt auch schon über verschiedene Alternativen informiert und sind dann halt auch auf das Masterportal gestoßen. Und das deckte sich halt wunderbar, weil wir in der Strategie drinstehen haben, dass wir mehr Open Source machen sollen, wenn es die Alternativen gibt, halt auch Themen Datensouveränität und alles, was dahinter steckt. Und ja, das passte halt vom Zeitpunkt perfekt und dann sind wir auch direkt Mitglied in der IP geworden und haben das entsprechend weiterentwickelt. Auch diese ganzen Urban Data Plattform-Gedanken, die Hamburg hat, das deckt sich also alles ziemlich gut mit dem, was wir aufgebaut haben. Ja, auch die Frost-Server-Struktur ist sehr ähnlich in Hamburg. Wie viele Smart City Screens sind bereits im Einsatz? Wie werden diese von den Bürgern angenommen? Gibt es bereits Studien dazu? Also Smart City Screens haben wir, ich glaube, Zielzahl sind 18, die am Ende des Projektes im Stadtgebiet verbaut sein werden. Aktuell sind es, glaube ich, 14 im Betrieb. Da wird gerade die Version 2 quasi des Betriebssystems auch aufgespielt. Das haben wir auch nochmal komplett verworfen, auf eine andere Technik gestellt. Die werden ganz gut angenommen von den Bürgern. Manchmal wird auch arg diskutiert, also gerade in historischen Ortskernen, wenn die Standpunkte festgelegt werden. Also das war eigentlich so die größte Hürde, Standpunkte zu finden für die Screens. Da ist halt auch nicht jeder mit einverstanden, wo die dann positioniert werden sollen. Aber vom Grundsatz her sind die halt auch ein wichtiger Baustein. Klar, es ist einmal ein Informationsmedium, was halt ausschließlich durch die Stadt bespielt wird. Es findet also keine kommerzielle Werbung darauf statt. Und ein zweiter wichtiger Aspekt, den wir halt haben, durch diese Lehren aus dem Katastrophenjahr 2021, sage ich jetzt einfach mal, dass wir halt schnelle Informationen brauchen, wie wir auch an die Bürger kommen und wie wir auf unsere offiziellen Kanäle verweisen können. Ja, habt ihr für das Masterportal mit anderen Dienstleistern zusammengearbeitet? Und wenn ja, wie waren die Erfahrungen? Also das Masterportal hat uns der Kollege weitergeholfen, der auch im Zuge des Projektes dann bei uns angefangen hat. Und der brachte halt schon Vorerfahrung mit, aber ist halt auch in der Community normal vernetzt und telefoniert mit anderen über die entsprechenden Kanäle, Boards kann man sich austauschen, Issues aufmachen oder Fragen stellen. Und genau, ich weiß nicht. Mit der LGV? Muss er, ja. Ja, wir viel im Kontakt mit der LGV und wir haben auch im Blick so in der näheren Zukunft noch Add-ons zu machen für das Smart City Projekt. Vielleicht das noch eine ergänzende Information. Ja. Das, was wir jetzt hier gezeigt haben, ist alles das Basis-Masterportal. Also wenn man auf dieses Bitbucket-Repository gibt, da gibt es ein Example.zip als fertig kompiliertes Masterportal. Und das, was wir hier sehen, ist alles schon da drin. Das ist also jetzt nichts, was irgendwie von uns groß customized wurde oder Add-ons, die verwendet werden, sondern das ist quasi alles Masterportal-Core-Technologie. Wie interoperabel sind die erzeugten Daten? Können bzw. werden diese auch in externen GDIs auf Landes- oder Bundesebene genutzt? Eher umgekehrt, wir nutzen die GDI des Landes und die SensorSyncs API, das ist halt genau der Punkt gewesen, weswegen wir auch diesen Heuristic-Server nochmal umgebaut haben, dass wir dieses Results-Feld quasi überschreiben und den Originalwert extra abspeichern, weil ursprünglich war es andersrum geplant, dadurch hätten wir uns halt nicht mehr interoperabel gemacht, weil wir dann wieder ein eigenes Feld hätten abfragen müssen, wo der Wert drinsteht, der ja eigentlich korrigiert ist, den wir anzeigen wollen. Deswegen haben wir uns da halt darauf geeinigt, möglichst nah an diesem SensorSyncs API-Standard auch zu bleiben, damit wir es halt direkt nutzen können. Es gibt zum Beispiel auch für QGIS ein Plugin für SensorSyncs API, was halt direkt die Daten dann entsprechend anzeigen und verarbeiten kann. Auch eine interessante Frage, welches Ticketsystem benutzt ihr? Habt ihr Git als internes Ticketsystem? Also wir nutzen einmal das GitLab für die Entwicklung im Open Smart City Bereich. Also das ist auch ein öffentliches GitLab, wo die Entwicklungspartner entsprechend Zugriff drauf haben. Wir nutzen intern ITOP. Das ist ein ITSM-System, auch Open Source, insbesondere fürs Konfigurationsmanagement und die ganzen Items, die wir da mitverwalten wollen. Aber das ist ein Thema, was leider eigentlich sehr wichtig ist, aber im Moment ein bisschen aus Zeitgründen zurückgestellt ist. Okay, dann würde ich noch eine Frage stellen. Ich habe sie hier schon rausgesucht. Welche war das? Genau, der Frost-Server bietet ja auch bereits den Tasking Core. Ist hierfür bereits eine Anwendung geplant für Ihre Smart City? Da muss ich leider sagen, da bin ich raus. Sagt mir jetzt auch nicht Tasking Core.
Hast du auch noch nichts gehört von Shakti? Wir nutzen nur Frost Server, technischer Betrieb Solingen quasi. Stellt die Sensordaten. Stellt die Sensordaten und ja, leider wir sind ein bisschen. Also wenn es über die Nutzung von MQTT geht, also da wird MQTT im Hintergrund benutzt, aber das ist auch so ziemlich das einzige Buzzword, was ich dazu weiß. Okay. Dann gibt es noch eine Frage, wo ich mir unsicher bin, ob das ein Schreibfehler ist. Gibt es Auswertung zur Nutzungsstatistik der Stelen? Die haben wir bisher, also weiß ich nicht, das ist auch eine andere Abteilung. Es ist geplant, dieses, früher hieß es Pivik, jetzt heißt es, glaube ich, Matsumoto, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, es gibt auch so eine Open-Source-Software, ähnlich wie Google Analytics, die jetzt in der neuen Version der Software auch entsprechend eingebaut wird. Im Moment ist es noch etwas umständlich, muss über HTTP-Statistiken halt gehen, aber da weiß ich aktuell nicht, wie die Zahlen sind. Okay, dann würde ich hiermit diese Session schließen, beziehungsweise nochmal kurz ins Plenum gucken, ob noch eine Rückfrage kommt. Dann wünsche ich euch allen eine schöne Frühstückspause, die, glaube ich, jetzt kommt. Und bis nachher.